رمضان الرحمة وافانا فأضاء الدنيا ألوانا مولانا فيه وفقنا زدنا يا ربي إيمانا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد طه الأمين وأشرف المرسلين وحبيب رب العالمين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Mich selber und euch erinnere ich an die aufrichtige und reine Absicht Lillah subhanahu wa ta'ala, dass wir beabsichtigen, diese nützlichen Worte zu hören, um von Allah, dem Erhabenen, dafür großartige Belohnung im Jenseits zu erhalten. Und wahrlich, ich beginne meine Worte mit dem Dank an Allah, dem Erhabenen. Mit dem Dank an Allah und dem Lob von Allah und dem Preisen Gottes für all die Gaben, die er uns hat zukommen lassen, wobei Allah, der Erhabene, nicht dazu verpflichtet ist, uns etwas von diesen Gaben zukommen zu lassen. Wahrlich, Dank und Lob gebührt Allah für diese Gnade, die er uns hat zukommen lassen, für die Luft, die wir atmen, für das Sonnenlicht, das uns wärmt, für die Haut, die unseren Körper, unser Fleisch und unsere Knochen bedeckt, für die Kleidung, die wir tragen, für die Organe, die wir haben, ja, für die Augen, mit denen wir sehen, und die Ohren, mit denen wir hören, für die Zunge, mit denen wir uns artikulieren. Wahrlich, Dank und Lob gebühren Allah, dem Erhabenen, für all diese Gaben, die er uns hat zukommen lassen, wobei er nicht dazu verpflichtet ist, uns irgendetwas davon zukommen zu lassen. Und wahrlich, die gewaltigste Gabe, die gewaltigste Gnade, die er uns hat zukommen lassen, das größte Gut, das wir besitzen, größer und schwerer als das Gut von Gold und Silber, ja, größer und schwerer als das Gut von hohen Schlössern, ist das Gut des Glaubens, des Islam, welches wir in unseren Herzen tragen. Dafür gebührt Allah der Dank und ihm gebührt der Lob. Und ihn preisen wir für all diese Gaben und Gnaden, die er uns hat zukommen lassen. Und ich spreche As-Salah und As-Salam für den Liebling, den Gesandten Gottes Muhammad, für seine Erl und seine Angehörigen und seine Gefährten, welche ihm auf diesem Weg gefolgt sind, welche ihm nachgeahmt haben, welche seinem Vorbild nachgegangen sind, den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher das Beste und Höchste und Wertvollste aller Vorbilder ist. Ahbabi, heute möchte ich sprechen über vier Personengruppen, die das Paradies betreten werden. Eine dieser vier Personengruppen sind die Gläubigen. Aber die Gläubigen, hier sind gemeint die Gläubigen aller Gemeinschaften. Yani die Gläubigen der Gemeinschaft des Propheten Adam, zu Deutsch Adam alaihi salam. Die Gläubigen der Gemeinschaft des Propheten Schief alaihi salam. Die Gläubigen der Gemeinschaft des Propheten Idris und Nuh. Und von Ibrahim und Yahya und Zakaria und Musa und Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hat insgesamt 124.000 Propheten gesandt. Der erste ist Adam und der letzte ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Gläubigen
welche an diese Propheten zu ihren Zeiten geglaubt haben, sie gehören zu ihren Gemeinschaften und sie werden mit ihren Propheten das Paradies betreten. Sie werden das Paradies betreten und werden von den Paradiesbewohnern sein, die für ewig im Paradies in Belohnung sein werden. Also der Prophet Adam alaihi salam und die Gläubigen seiner Gemeinschaft, und dieses ist die gesamte Gemeinschaft des Propheten Adam alaihi salam, da all seine Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder, die er gesehen hat, waren sie allesamt Gläubige. Ja, zu Zeiten des Propheten Adam alaihi salam und den Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, hat sich der Unglaube unter den Menschen noch nicht ereignet. Es gab keinen einzigen von ihnen, der ungläubig gewesen war. Sie waren alle gläubige Muslime. Auch wenn der ein oder andere in Sünden gefallen ist, so waren sie aber alle gläubig gewesen und sind nie vom Glauben ausgetreten. Und so auch in der Zeit des Propheten Schief, dem zweiten Propheten. Und so auch in der Zeit des Propheten Idris, den dritten Propheten. Doch nach dem Versterben des Propheten Idris alaihi salam, der zu Deutsch Henoch genannt wird, hat sich der erste Unglauben unter den Menschen ereignet. Und so hat sich dieser Unglauben dann unter den Menschen ausgebreitet, bis die gesamte Menschheit von Zeit zu Zeit, von Generation zu Generation in den Unglauben gefallen sind, so dass sie allesamt ungläubig gewesen waren und Allah subhanahu wa ta'ala den vierten Propheten gesandt hat, um sie wieder zurück zum Glauben zu rufen. Und dies ist der Prophet Nuh alaihi salam, der zu Deutsch Noah genannt wird. Der Prophet Nuh alaihi salam rief sie wieder zum Islam auf. Also rief sie auf, sie sollen wieder dem Glauben ihrer Vorfahren folgen, den Glauben aller Propheten, den Glauben, den Allah, der Erhabene, für seine Diener akzeptiert. Doch die Mehrheit von ihnen haben nicht geglaubt. Und einige von ihnen waren aber gehorsame Diener von Allah subhanahu wa ta'ala und sind in den Islam eingetreten und haben an den Propheten Nuh, zu Deutsch Noah, geglaubt. Diese Gläubigen werden mit dem Propheten Nuh das Paradies betreten. Und die Propheten, welche nach ihnen kamen, wie der Prophet Ibrahim alaihi salam, wie der Prophet Ishaq und der Prophet Ismail, wie der Prophet Jakob, wie der Prophet Yusuf, all diese, welche zu Deutsch Abraham, Isaac, Ismail, Jakob, Josef genannt werden, all diese und ihre Gemeinschaften, die Gläubige gewesen waren, sie werden das Paradies mit ihren Propheten betreten. So auch der Prophet Musa, alaihi salam, der zu Deutsch Moses genannt wird. Auch er wird mit seinen gläubigen Anhängern das Paradies betreten. Und auch bis zum letzten Propheten vor dem Propheten Muhammad, dies ist der Prophet Isa, zu Deutsch Jesus alaihi salam, auch er und seine Gemeinschaften, wie auch zuvor die Propheten und deren gläubigen Gemeinschaften, sie werden das Paradies betreten. Wie auch wir, die Gemeinschaft des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam, möge Allah uns bescheren, als Gläubige zu leben und zu sterben, werden mit ihrem Propheten, also dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Paradies betreten. Für die erste der vier Personengruppen, über die ich sprechen möchte, sind diese Gläubigen. Diejenigen, die an Allah, den Erhabenen, geglaubt haben und ihm keinen Teilhaber beigesellt haben, welche an die Einzigkeit Gottes geglaubt haben, welche an die Erhabenheit Gottes geglaubt haben, an die Erhabenheit Gottes über Ähnlichkeiten mit seinen Geschöpfen, dass Gott der Erhabene nichts und niemanden ähnelt und nichts und niemanden braucht, dass er alles sieht ohne Augen, alles hört ohne Ohren, lebendig ist ohne Herz, Fleisch, Knochen, Blut oder Seele, dass Gott der Erhabene, was er will, geschieht, was er nicht will, niemals geschieht.
dass er der Allmächtige ist und alles tun kann, was er will und niemand ihn daran hindern kann, dass er der Schöpfer dieser gesamten Schöpfung ist, dass er ohne Anfang und ohne Ende ist, dass er keinen Teilhaber in der Gottheit hat, dass er der einzig Anbetungswürdige ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht ohne Sprache, weder Arabisch noch Deutsch noch Türkisch noch Kurdisch noch irgendeine Sprache von den Sprachen der Menschen oder dem den Sprechen der Geschöpfe. Allah subhanahu wa ta'ala spricht ohne Stimme, ohne Lautstärke, ohne Ton, ohne Anfang, ohne Ende. Allah, der Erhabene, ähnelt seinen Geschöpfen nicht, gleicht seinen Geschöpfen nicht. Für derjenige, welcher diesen richtigen Glauben in seinem Herzen trägt und er glaubt an die Gesandtschaft des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam und an all dieses, was der Prophet verkündet hat und das zum Glauben, also zur Gültigkeit des Glaubens notwendig ist, dieser gehört zu den Gläubigen, die mit ihrem Propheten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Paradies betreten werden. Die zweite der Personengruppen, über die ich sprechen möchte, sind Kinder, welche vor der Volljährigkeit verstorben sind. Die Kinder, welche vor der Volljährigkeit verstarben, sie werden das Paradies betreten. Selbst wenn diese Kinder bereits ein Alter erreicht haben, in dem sie unterscheidungsfähig sind und sie sich dazu entschieden haben, einen Weg zu gehen, der den Weg des Glaubens widersprechend ist, so sind sie aufgrund ihrer Kindheit, aufgrund, weil diese noch nicht volljährig sind, entschuldigt, davon in der Hölle für die Ewigkeit bestraft zu werden. Sondern die Kinder, die vor der Volljährigkeit starben, sie werden das Paradies betreten, egal in welchem Zustand sie verstorben sind. Sind sie gestorben als ein paar Minuten altes Kind oder als mit ein paar Tagen oder mit ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren, selbst wenn sie 10 oder 12 Jahre alt sind, sollten sie noch nicht volljährig sein nach islamischem Recht und sie sind verstorben, werden diese das Paradies betreten. Wenn wir über die Volljährigkeit sprechen, was ist gemeint mit Volljährigkeit nach islamischem Recht? Hier ist nicht gemeint das Erreichen von 18 Jahren, dass jemand 18 Jahre alt geworden ist oder 21 Jahre alt geworden ist. Nein, hier sprechen wir von der Volljährigkeit, wenn ein Kind einen Samenerguss bekommen hat, dann gilt dieses Kind als volljährig. Oder wenn es ein Mädchen ist, wenn dieses Mädchen die Menstruation bekommen hat, dann gilt dieses Kind als volljährig. Oder wenn das 15. Lebensjahr erreicht wurde, wenn das 15. Lebensjahr vollendet wurde. Also, wenn das Kind 15 Jahre alt geworden ist, dann zählt dieses Kind ab diesem Zeitpunkt als volljährig, also ist in diesem Sinne kein Kind mehr. Wenn die Volljährigkeit eingetreten ist, durch das Alter oder durch den Samenerguss oder die Menstruation, wenn es ein Mädchen ist, dann zählt dieses Kind als volljährig. Ist dieses Kind noch nicht volljährig geworden und es ist verstorben, so wird dieses Kind auf jeden Fall ins Paradies eintreten. So wird dieses Kind das Paradies betreten, selbst wenn dieses Kind einen Glauben gehabt hat, das nicht dem Glauben des Islam entspricht. Dieses ist die zweite der vier Personengruppen, über die ich heute sprechen möchte. Die dritte Personengruppe, dieses sind die geistig Gestörten. Diejenigen, welche geistesgestört sind, also hier sprechen wir über Personen, die nicht mehr zurechnungsfähig sind, welche ihren Verstand nicht besitzen, welche in einem Zustand sind, welche
wo der Verstand so beeinträchtigt ist, dass sie das Nützliche vom Schädlichen nicht mehr unterscheiden können. Dass diese nicht mehr zurechnungsfähig sind. Diese sollte eine Person vor der Volljährigkeit die Geistesgestörtheit erleiden. Und diese Geistesgestörtheit hält an bis in die Volljährigkeit und diese Person stirbt, ohne den Verstand zu erhalten, dann diese Person wird das Paradies betreten. Sollte eine Person, also solch eine, manchmal spricht man von einer geistigen Behinderung, welche aber so stark ist, dass diese Person nicht mehr zurechnungsfähig ist, dann wird diese Person in dem beschriebenen Fall das Paradies betreten. Hier sprechen wir aber nicht über eine Person, welche bei klarem Verstand gewesen war und so das Leben gelebt hatte und im Alter von beispielsweise 40 Jahren durch einen Unfall oder eine Krankheit oder eine Angelegenheit den Verstand verloren haben und dann ohne Verstand verstorben ist. Nicht über solch eine Person sprechen wir, weil diese Person hatte ja ein gewisses Leben gehabt, wo diese Person bei Verstand gewesen war. Nein, hier sprechen wir tatsächlich über diese Person, welche vor der Verantwortlichkeit, bevor diese Person in einen Zustand gekommen ist, wo sie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden kann. Diese Person ist zum Beispiel in der Kindheit geistig ungesund geworden, also hat diese geistig Gestörtheit erleidet und ist dann in diesem Zustand geblieben bis in die Volljährigkeit und bis zum Tod. Ohne Unterbrechung, dann wird diese Person das Paradies betreten. Und dann gibt es noch eine vierte, weitere Gruppe von Personen, welche das Paradies betreten werden. Außer den Gläubigen, außer den Kindern und außer den Geistesgestörten. Und dieses sind Menschen, die der Aufruf des Islam nicht erreichte. Wenn wir sagen, der Aufruf des Islam hat sie nicht erreicht, das bedeutet das Glaubensbekenntnis oder dies, was die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses wiedergibt. Das Glaubensbekenntnis lautet, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist. Sollte eine Person solch eine Botschaft nicht erhalten haben, weder hat sie diese Botschaft gelesen und verstanden, noch hat sie diese Botschaft gehört und verstanden. Diese Person, diese Botschaft, also dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, diese Botschaft hat diese Person nicht erhalten, dann wird diese Person das Paradies mit Sicherheit erreichen und betreten. Selbst sollte diese Person auf einem Irrglauben gewesen sein. Selbst wenn diese Person das Feuer angebetet haben oder Steine angebetet haben oder andere Statuen angebetet haben oder die Existenz Gottes gänzlich geleugnet haben, diese Person wird trotz dessen das Paradies betreten, weil diese Person die Botschaft des Islam nicht erreicht hat. Der Aufruf des Islams ist bei dieser Person nicht angekommen. Also die Bezeugung, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte von Allah ist. Und wie gesagt, hier sprechen wir von diesem, was die Bedeutung dieser Worte wiedergibt. Auch wenn dieses in einer anderen Satzkonstellation ist oder auch ohne dem Ausdruck des Bezeugens, sondern einfach nur, es gibt keinen Gott außer Allah. Muhammad ist der Gesandte von Allah. Wenn diese Botschaft diese Person erhalten hat, dann zählt diese Person als eine Person, welche den Aufruf des Islams erreichte. Wenn diese aber nicht der Fall sein sollte, wird diese Person das Paradies betreten. Für diese vier Personengruppen werden das Paradies betreten. Die Gläubigen auf jeden Fall. Selbst dann, wenn man als Großsündiger gestorben ist und Allah subhanahu wa ta'ala einem die Sünden nicht vergeben hat.
dann wird dieser Gläubige bestraft werden und nach der Bestrafung das Paradies betreten. Sollte Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person aber die Sünden vergeben, wird diese Person ohne vorherige Bestrafung das Paradies betreten. Doch der Gläubige, dieser er wird in jedem Fall das Paradies betreten. So auch diejenigen, die im Kindesalter gestorben sind, bevor sie volljährig geworden sind. Diese Kinder, egal in welchem Zustand sie verstarben, werden sie das Paradies betreten. Und so auch die Geistesgestörten. Die Geistesgestörten werden das Paradies betreten, selbst dann, wenn diese Geistesgestörten Handlungen durchgeführt haben, welche an sich zum Unglauben gehören. Da diese Person den Verstand aber nicht bei sich hat, ist diese Person ausgenommen und sie wird das Paradies betreten. Und so auch diejenigen, die der Aufruf des Islam sie nicht erreicht hat. Also das Glaubensbekenntnis, beziehungsweise was die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses wiedergibt, also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, wenn dieses die Person nicht erreicht hat, dann wird diese Person das Paradies betreten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen sein lassen, welche auf dem Glauben leben, auf dem Glauben sterben und für diesen Glauben mit dem großartigen Paradies belohnt werden. Allahumma amin, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ramadan wa rahmati wa afana.